Das FIB nimmt unter der Leitung von Herrn Bengerts die Fahndungsführung. Herr Bengerts, jetzt können Sie uns mal zeigen, wie Sie verhandeln können. Also ich sag's Ihnen so, wie es ist. Mein Motto bei Geiselnahmen ist immer, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Geiselnehmer erschießen die Geiseln oder wir nicht erschießen. Ein Spaß. Ja, vielleicht habe ich mir gesagt, ich sag ganz ehrlich, also gestern habe ich echt mit allen Mitteln versucht, also ich erinnere mich an nichts mehr, aber mir wurde das erzählt am Würfelberg. Ich habe mit allen Mitteln versucht, die Geiseln zu retten, aber die waren so inkompetent, die Geiselnehmer. Heute werde ich das ganze Ding anders. Wird es anders laufen. Man sieht mal wieder, dass das PD nicht fahren kann. Ach ja, Fresh, ehrlich mal, dann habe ich bestätigt, wirklich. FIB, einer kompetent Schuppen hier, oder was? Ja, kann man so formulieren. Ja, ist auch klar, wenn sie da drin sind, dann ist auch klar, dass der FIB kompetent ist. Ja, das ist vom Thema. Ganz kurz, ich bin zu einer Verhandlungsführung, aber bitte Einheiten auf die Dächer. Besetzt die Dächer, wichtig. Ja. Ja, die Dächer sind soweit besetzt. Hinter der Tankstelle befinden sich auch nochmal drei Tatverdächtige. Ich benötige einmal ein paar Leute um den Bankeingang rum, die Langwaffen draußen haben. Die haben ihre Langwaffen auch draußen. Also zeigen wir auch Präsenz. Eventuell sagt denen einfach, dass die ihre Langwaffen ja ruhig reinziehen können. Wir haben ja auch bei uns auch. Also, wir wollen ihnen nur sagen, sie können ihre Langwaffen gerne wegpacken, weil dann packen wir unsere Langwaffen auch alle weg. Wir simulieren die gerade. Kennen Sie auf YouTube, ich von YouTuber wieder am Handy, die. Da. Genau. Wir haben so Nerf attrapt und damit wollen wir jetzt ein YouTube-Video drehen. Ah, alles klar. Okay, dann, wenn Sie schon in dem Film sind, dann spielen wir den Film jetzt mit. Haben Sie Geiseln bei sich? Angenommen. Geiseln bei sich? Ich frag das. Also, ganz einfache Nummer. Haben Sie Geiseln? Wenn ja, dann zeigen Sie jetzt in 10 Sekunden Ihre Geiseln und wenn nicht, dann gehen wir davon aus, dass Sie keine Geiseln haben und dann kommen wir rein. Okay, ja, wir haben Geiseln. Wir zeigen eine Stück für Stück. Oh, stopp, stopp. Hallo. Kollege. Wo sind wir denn? Die Hausfrau. Hallo, SDGB. Naja, ihr habt die gleiche Farbe. Springen Sie mal rüber, bitte. Einmal mitkommen. Gehen da auf, Kollege. Der kann doch jetzt nicht kommt der erste mit rein. Nehmen Sie als Geisel. Nein, wenn er so dumm ist, nehmen Sie ihn jetzt als Geisel. Wer so dumm ist und in ein Gebäude reingeht, wo 1000 Leute mit Waffen sind, geh rein und stirb. Bringen Sie den Besten um! Der geht doch nicht rein! Beruhigen Sie sich, der geht doch nicht rein! Wie geht's denn so weit? An den Pila, oben auf dem Dach hinter der Tankstelle, neben Ihnen, hinter Ihnen. Haben die an ihm was getan, oder? Keine Frage! Kollegen von der Verhandlung, wir haben auch eine! Bitte auch im Fuß sein, damit ihr uns auch gehört! Ja, wir haben auch eine Geisel! Wollen Sie die zweite sehen? Also, wir haben jetzt die erste Geisel gesehen. Der ersten Geisel geht's gut. Wir hätten jetzt gerne noch die zweite Geisel gesehen. Wenn es dir auch gut geht, können wir ja mit den Verhandlungen starten. Ja, alles klar! Also, die haben zwei Geiseln. Gut, Jungs, holt mal bitte die zweite Geisel wieder wie gerade vor die Tür. Einer rüberspringen ohne Waffe in der Hand. Kollege, übernehmen Sie noch kurz bitte die Verhandlung. Also Sie, übernehmen Sie bitte die Verhandlung. Ah, vertrauen Sie mir. Wir müssen uns hier umgucken. Die Kollegen, die hier neben der Tankstelle auf dem Dach sind, es kommt eine Person rot gekleidet auf euch zugerannt. Unten. Ist das ein TV oder was? So, 10-4. Nehmt die TVs fest oder was wollen die da oben? Sind die dumm? Ja, das Problem ist, wenn wir die festnehmen, hast du wahrscheinlich vielleicht auch einen Stress bis zur Hölle. Ja, aber können die noch durchpunkten? Können die durchpunkten, wenn die gefesselt sind? Können auch gar nicht durchpunkten. Wir können die direkt. Dann tasert die weg und sofort Handschellen dran, Digga. Ja, wir tasern die jetzt in den linken Handschellen an. Auf dem anderen Dach sind Leute, die sehen das sofort, die schießen drauf. Wir können die pushen jetzt. Jetzt, mach auch, tasert die jetzt. Sollen wir das auf jedem Dach machen? Schüsse. Jo, die Ballern stürmt alles. Die stürmt alles. Beide auf dem Dach. Ey, Helikopter. Ja, das ist. Schneller als ich dachte. Nicht reingehen. Sind Sie lebensmüde? Antwort der Strandseite kam. Push die Scheiße, push! Geh die Sichtlampe. Ja, von der Strandseite lassen. Alles gut, der Geisel geht gut. Sauber. Absichern draußen. Raus und um die Bank! Um die Bank! Von. Am Strand wird noch geschossen, ich wiederhole, am Strand wird noch geschossen. Hör mal, kann das sein, dass die Geisel noch lebt? Ja, ne? Kann das sein, Chat? Ich glaube, die Geisel hat sogar überlebt, ne? Ich weiß nicht wie, aber die Geiseln haben sogar überlebt, Digga. Easy. Achtung von hinten, hinter der Waschanlage. Die anderen, die angefangen haben. Ja, die Roten haben angefangen zu schießen. Weil, ich war selber auf dem Dach gewesen, die Roten haben von hinten geschossen, positiv. Ja, die Dächer wurden ja gestürmt und dann. Wir nochmal kurz ans LSPD, für die FFB. Ja, die alle Geiseln gewahr sind und alle transportiert werden.
Ich muss sagen, der Einsatz ist eigentlich relativ gut verlaufen. Das Problem ist nur, dass die Roten einfach angefangen haben zu schießen. Unsere Kollegen standen auf dem Dach, da waren zwei Leute, die wurden umgetasert, weil die Langwaffen raus hatten. Ja, wir können ja nicht wissen, dass sie dazugehören. Selber schuld, wenn man sich da positioniert. Und auf einmal ballern die Roten von hinten. Ja, da war halt vorbei. Ja, gut, aber ganz ehrlich, das ist richtig gut gelaufen. So. Also ganz ehrlich, ich habe noch nie so einen koordinierten Einsatz gesehen. Ich danke euch vom FRB. Sag ich, kommt jetzt gleich auch nochmal. Der Einsatz war ultra clean. Die Aktion, dass wir da hoch auf die Dächer gehen, dabei 5 Cops, die beiden Platz da, glaube ich, sind das, oder was das auch immer sind, bedrängen, war gigastark. Ansonsten auch der Zugriff, wie der verlaufen ist, muss ich sagen, war eine 10 von 10. Einsatzleitung bzw. Verhandlungsführung lief auch gut. Was wollten die jetzt eigentlich haben? Sir, das ist komplett einfach Müll. Als ich ja gehört habe, holen sie mir eine Pizza und eine Cola, da habe ich gedacht, okay, weißt du was? Ich übernehme jemand anderes. Dann bin ich auf die Dächer gegangen und habe gesagt, pass auf, wir machen das jetzt so und so, taser die Scheiße weg und dann war sowieso Zugriff. Okay. Ah, okay, gut. Ja, alles gut. Ja. Ansonsten lief ja ganz gut. FRB bitte auch noch hierbleiben. So. Am besten sagen Sie den Kollegen durch, dass sie auch TVs mitnehmen, dass uns nicht alles offen ist. Findet euch das jetzt gleich nochmal an. Wir fangen gleich bitte einmal in der Kolonne zum SG. Ja. Und dann machen wir da alles. Alles klar. Sagen Sie am besten durch. An das gesamte FRB bitte noch hierbleiben. Wir bringen gleich alle noch ins SG, die ganzen TVs. Danke. Sind Sie Herr Bangers? Positiv. Alle auf dem Platz meinen Sie zu kennen. Ist das richtig? Ich kenne nicht alle, aber anscheinend kennen alle mich. Ja, die beiden da hinten, die gefesselt sind. Die einen war mit der roten Hose und einer mit der langen Hose da. Der meinen auch, ist hier ein Herr Bangers. Ich kenne ihn. Also ich kenne die beiden nicht. Also ich habe die letzte Mal erst mal gesehen. Die schreien seltsam. Gut, dann kommt mir das Ganze tatsächlich ein bisschen suspekt vor. Ich werde mal nachfragen. Kollege? Können wir gerne mal machen. So, wer wollte jetzt Kevin Bangers hier sprechen? Von euch beiden, wer hat die ganze Zeit Kevin Bangers gerufen? Der hintere. Der hintere? Mhm. Warum bist du jetzt so kleinlaut? Hier, Kevin Bangers ist da. Ihr Kollege meinte du kennst doch, ihn Herr doch. Bangers. Mein Kollege? Ja, Ihr Kollege. Ich habe keinen Kollegen. Ihr Kollege meinte Herr Bangers. Ja, das war ein FRBler. Wo ist Ihr FRBler sogar? Ich glaube, es war der mit der weißen Cap. Jetzt bin ich nicht mehr so klein. Ich habe nichts gesagt. Also anscheinend kennt ihr jeder einen Herr Bangers. Ich muss sagen, ich habe jetzt gerade Herr Bangers vorgestellt bekommen. Also das Ding ist, es kann vielleicht sein, dass er mich kennt unter dem Namen Schwengers. So nannte mich seine Ex-Freundin. Den kenne ich auch, den kenne ich auch. Komm, die kannst du wieder die Schublade räumen. Die Betonung liegt auf Ex-Freundin. Kriege ich auch einen Schluck Sekt? Ist Wein. Ja, Sekt, ja, so, wer hat jetzt Sekt gesagt? Ist das Natursekt? Das ist Wein zur Party, das erfolgreichen Einsatz. Hier stinkt es nach Schmutz. Ja. Aus der Sicht des SWATs ist der Einsatz jetzt beendet, also. Ja, ich weiß, wer das ist. Das nee, dürfen wir abfahren, wir fahren gleich noch mit. Wir sollen noch die ganzen Leute ins SG bringen. Das ist danach sind durch. Ja, genau. Hallo? Redet ihr gerade mit mir, der Tod oder was? Hallo? Jawohl, Platz wurden gefickt! Schnell weg. Ja, von der 1 bis 10, wie sauer schätzt ihr die Platz ein? Also wenn Platz das sehen sollten, Jungs, tut mir echt leid. Wenn ich ihr wäre, ich wäre extrem getriggert. Ich würde das Spiel wahrscheinlich nie wieder spielen, aber ich hoffe, ihr fasst es einfach mit Humor auf und so. Herr Bengel von der letzten Video kommen. Ich höre, ich bin gerade auf dem Weg mit dem TV im Krankenhaus, damit er wiederbelebt wird, danach kann ich ihn einbuchten. Sind hier der Freddy Feierabend, der wurde hier niedergeschossen. Sagen Sie dem Freddy Feierabend, ich liebe ihn. Kommen. Ja, so sind Sie hier, wer das gemacht hat. Herr Mediziner, warum sind Sie denn nicht oben in Paleto? Wir benötigen da ultra viele Mediziner. Das sind extrem viele TVs. Was ist denn da oben? Ja, da war ein Banküberfall, war da. Das sind locker 10, wo geht was ab? 12, 13, 14 Verletzte. Echt? Ey, ja. Ich hab nicht was geht. Am besten fahren Sie, ohne Scheiß fahren Sie mal hoch. Werden auch Mediziner gebraucht in Paleto? Gut. Alles klar, einer kann noch hochfahren, Jungs. So, festsetzen. Einmal die Hände hoch, einmal sofort die Hände hoch. So, die Pistole ist weg, ne? AK, Taschenlampe, Nachete, Träger, Punkt, Handy. Handy können Sie behalten, Sir. Seien Sie mir ehrlich, was denkt man sich denn, wenn dabei eine Bank auszurauben, Sir? Ja, das weiß ich auch nicht. Also, Sir, ist mal ohne Scheiß, warum kommen Sie denn nicht zum FRB? Oder Polizei? Ich bin da bei der Bewerbung durchgefallen. Ali. Echt? Übrigens, ich habe Ihren Funkspruch erhalten. Und nach ihrem Funkspruch habe ich mich dann entschieden, doch nicht in das Licht am Ende des Tunnels zu gehen, sondern durchzuhalten. Sauber, Freddy. Und jetzt sitze ich wieder hier. Sauber. Ich kann nur sagen, der Kollege hier hinten, der wollte auch zum FRB. Aber laut seiner Aussage... Boah, Alter, wie weit fliegt denn so eine scheiß Fackel, Alter? Hast du das gesehen? Ja. Siehst du, wie weit die fliegt? Sternschnuppe tatsächlich. Okay. Können Sie mir vielleicht erstmal die Fesseln abmachen?
Natürlich, das mache ich sofort. Wie viel Waffen bekommt der Freddy? Mach ganz nach deinem Ermessen. Alter, Raubüberfall, Waffneter. Sucht der Mord auf meinen Kollegen. Zack. Sie bekommen von mir Hafteinheiten. Also, sie hatten eine Langwaffe dabei. Ja. Sie haben aber auf Leute geschossen. Sie haben also in Kauf genommen, Menschenleben zu gefährden. Dann der Raubüberfall, die Geiselnahme. Ring von mir faire 80 Hafteinheiten. Das ist schon echt wenig. Ja, stimmt. Ja. Wie viel? 80. Wie viel hätten Sie ihm gegeben, Sir? Was? Sie geben ihm 80? Ja, wie viel würden Sie ihm denn geben? Ja, das passt schon, das passt schon. 80 ist doch voll wenig. Achso, ja gut, ich wollte eigentlich noch korrekt sein. Mal, was? 80? Ich habe den anderen 160 gegeben, um mit zum Vorfall. Ja gut, dann gebe ich ihm 200 zur Abfahrt. Nein, bis dann. 200? Ich wollte gerade sagen, 80 ist echt. 300. War er kooperativ? Ja. Na, gut. Nö, war er. Also, danke Ihnen auch sehr.